Und damit begrüße ich euch hier im Wachshimmel. Wir sind heute hier in der absoluten Luxusklasse der Wachse angekommen. Vier Kandidaten habe ich für euch hier im direkten Vergleich. Wir werden uns diese vier Wachse hier in verschiedenen Kategorien anschauen. Einmal zum Thema Glanz werden wir uns hier sozusagen ein Bild machen. Wir werden schauen, gibt es da wirklich Glanzunterschiede zwischen diesen Luxuswachsen. Zusätzlich schauen wir uns auch hier das Abhellverhalten an, immer ein ganz wichtiges Thema hier für euch. Und natürlich gehe ich auch nochmal hier auf die Gerüche ein, denn wenn wir schon solche edlen Wachse hier heute für euch im Test haben, dann müssen wir auch noch ein bisschen hier die Sinne ansprechen. Und es gibt jede Menge Sachen zu vergleichen und jetzt zeige ich euch mal, welche vier Wachse wir heute im Test haben. Das ist zum einen hier von Chemical Guys, das E-Zyme Paste Wax. Das kostet ungefähr 270 Euro und es sind 226 Gramm hier in der Originaldose enthalten. Kommen wir zum nächsten hier von Caramba, das Carnauba Edelwachs. Das kommt hier in so einer schönen Holzkiste mit einem Auftragepad, einer genauen Anleitung in dieser Dose und zusätzlich bekommt ihr hier noch so ein ganz weißes Poliertuch. Das kostet ca. 180 Euro und hier sind 120 Gramm in der Dose enthalten. Dann haben wir vorhin noch in dieser goldenen Verpackung das Miglor Primo, kostet 80 Euro und ihr bekommt hier 118 Gramm in dieser Dose mitgeliefert. Und für euch auf der linken Seite von Swiss Öl, jetzt ja natürlich unter dem Namen Swiss Wax bekannt, das Concorso. Da sind 200 Gramm in der Dose drin und es kostet ca. 245 Euro. Und die vier nehmen wir jetzt echt mal hier unter die Lupe und wir steigen mal ein hier in den Wachshimmel. Viel Spaß! Dann schauen wir uns hier diese Luxuswachse mal etwas genauer an und wir beginnen mal mit dem Chemical Guys E-Zyme. Ich gehe mal hier mit meiner Nase in diese Dose rein. 226 Gramm sind hier in der Originaldose enthalten, kostet ca. 270 Euro. Und hier sollen die feinsten Inhaltsstoffe vorhanden sein, tropische Öle und brasilianisches Carnauba. Also riecht auf jeden Fall auf richtig extremst fruchtig und ich bin gespannt, wie sich das dann hier im Anschluss auf der Lackfläche schlägt. Ja, so gelblich, leicht ins Orange geht hier dieses Wachs und riecht unglaublich gut. Also wie so eine richtige, ja, wie so eine Fruchtbutter oder so, ist ganz schwer zu beschreiben. Also das sind wirklich Gerüche, die bekommt man nicht so oft hier unter die Nase. Deswegen ist auch schwer hier da so ein Vergleichsobjekt zu finden. Gut, dann schauen wir uns mal das nächste an. Hier von Caramba, das Carnauba Edelwachs. Kostet ca. 180 Euro, 120 Gramm sind hier in dieser Edelstahldose drin und ich gehe jetzt mal hier rein. Das hat wieder einen völlig anderen Geruch. Also für alle Freunde hier des Geruchs, die sollten hier auf jeden Fall sich die vier Wachse mal besorgen und nur mal dran riechen. Nein, kleiner Spaß, aber ganz schwer zu beurteilen. Riecht wie ein ganz frisches Parfüm. Also ich habe keinen Vergleich. Ist leicht süßlich, aber ganz anders hier als das E-Zyme von Chemical Guys. Also ganz schwer für mich jetzt hier zu beschreiben. Auf jeden Fall extremst angenehm. Dann schauen wir uns hier von Miglor das Primo an. Kostet ca. 80 Euro, sind 118 Gramm hier in dieser Dose drin. Ich versuche es mal hier aus der Verpackung herauszubekommen. Schauen wir uns das mal an. Orangenes Wachs, das ist eine italienische Edelmarke. Ich gehe mal hier mit der Nase an dieses unglaublich teure Wachs. Ja, und das riecht süßlich auf keinen Fall. Das hat schon so was Holziges, was schwierig, was Herbes. Sehr schwer das zu beschreiben, aber so leicht holzig, wie als würde man so einen frisch geschlagenen Baum irgendwie so vor sich liegen haben und der dünstet so aus. Also es ist extrem schwer hier für mich, das euch rüberzubringen, weil es einfach, ich habe dazu noch keinen Vergleich hier in meinem Leben gerochen. Echt, richtig krass. Also vom Geruch her ist das auf jeden Fall hier schon mal beeindruckend, wenn ihr schon mal an günstigen Wachsen gerochen habt, dann riecht das extremst nach Chemie. Das riecht hier alles nach Frucht, nach Holz, nach Natur, nach tropischen Wäldern. Das ist einfach extrem. Also deswegen, diese Inhaltsstoffe, die hier drin sind, die werden auch am Ende diesen Preis hier gerechtfertigen. Es gibt teilweise auch Inhaltsstoffe hier in diesen Wachsen, die können auch nur saisonal hier geerntet oder gewonnen werden sozusagen. Deswegen sind auch diese Preise hier unglaublich hoch und ich bin gespannt, ob hier die Inhaltsstoffe den Preis auch am Ende gerechtfertigen bzw. die Leistung der einzelnen Wachse. Und dann schnappe ich mir noch hier drüben das Swiss Öl bzw. Swiss Wax. Und das ist auch so ein Wachs, was handgefertigt wurde. Gelbliches Wachs. Und das riecht auch etwas süßlicher. Ja, geht auf jeden Fall hier in die Richtung vom E-Zyme von Chemical Guys, also auch sehr fruchtig. Aber das riecht noch ein bisschen fruchtiger und noch tropischer. Es ist echt extrem schwierig, das euch hier rüber zu bringen. Aber ich wollte es einfach mal hier in den Test mit reinbringen, weil keine Wachse haben wirklich so einen intensiven Geruch und solche außergewöhnlichen Eigenschaften hier. Also riecht sehr angenehm. Also man könnte es auch offen stehen lassen, das ist natürlich viel zu schade hier. Aber der Geruch ist auf jeden Fall Spitzenklasse hier. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie sich die Wachse hier im weiteren Test schlagen.
Und SwissWax gibt ja auch an, dass sie das Ganze hier mit dem SwissÖl bzw. SwissWax Vorreiniger noch vorbehandeln müsst. Das heißt, die Oberfläche muss dann hier noch mit dem Reiniger vorgereinigt werden, um hier das beste Ergebnis zu erzielen. Gut, und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal direkt hier zum Abhärverhalten und wir schauen mal, ob sich hier auch ein ungewöhnlich hochwertiges Abhärverhalten darstellt. Viel Spaß! Am Anfang gibt es wieder die Informationen hier zur Testfläche. Auf der Motorhaube lässt sich das für euch am besten erkennen. Hier, diese Flächen wurden poliert. In der Mitte findet ihr so ein kleines Kreuz. Das werdet ihr dann gut hier beim Abhärverhalten sehen. Das ist nicht poliert worden. Das heißt, die Voraussetzungen für diese vier Wachse hier, es waren absolut identisch. Fangen wir da oben in dieser Ecke an mit dem Chemical Guys E-Sign. Hier vorne findet ihr das Caramba Canauba Edelwachs. Hier unten in diesem Bereich das Migloire Primo und hier oben habt ihr von SwissÖl bzw. SwissWax das Concorso. Ich blende es euch auch nochmal ein, damit ihr hier immer genau Bescheid wisst, auf welcher Fläche sich welches Wachs befindet. Ja, und wenn ich mit euch mal hier um das Fahrzeug rumgehe, ich habe jetzt mal hier so einen ganz feinen Nebel aufgetragen und ich denke, ihr könnt dieses Kreuz jetzt mal deutlich erkennen. Hier wird es auf jeden Fall sichtbar und da habt ihr nochmal einen Eindruck, wie groß am Ende diese Flächen waren. Also hier ungefähr ja, eine Breite von 15 cm hier und auch nochmal quer über die Haube drüber. Und da habt ihr mal einen Eindruck, wie diese einzelnen Flächen so hier auf der Haube verteilt sind. Jetzt gehe ich mal gemeinsam mit euch hier an diese Flächen heran. Beginnen wir mal hier oben mit dem SwissÖl bzw. SwissWax Concorso und ich vergleiche das mal ganz vorsichtig mit dem Primo und da merkt man schon, also der Lack fühlt sich sehr weich an, es fühlt sich extrem sanft an, wenn man hier auf diese nicht gewachste Fläche geht, die werdet ihr dann noch besser erkennen, da merkt man einen deutlichen Unterschied, also fühlt sich trotzdem sehr ähnlich an, also unglaublich weich und sanft und ich gehe jetzt mal auf die andere Seite rüber und auch hier erstmal auf die ungewachste Fläche in der Mitte und jetzt gehe ich mal hier hoch. Und das Chemical Guys, das fühlt sich noch ein bisschen weicher an. Es ist natürlich jetzt absolut schwierig hier für euch das wiederzugeben. Also unglaublich, wenn man das mal mit anderen Wachsen so ein bisschen vergleicht. Wenn man schon viele Wachse hier sogar fühlen durfte auf so einem Lack, dann merkt man hier doch einen deutlichen Unterschied. Also die beiden hier, das Chemical Guys und hier das Caramba Canauba Edelwachs, fühlt sich noch ein bisschen weicher an. Aber das ist echt schwer hier für euch, das greifbar zu machen. Und an der Stelle können wir jetzt direkt mal hier mit dem Abhärverhalten beginnen und schauen uns mal hier die Unterschiede an. Dann beginnen wir hier unten mal auf der rechten unteren Seite mit dem Caramba Canauba Edelwachs. Und ich habe jetzt hier schon meinen Nebelsprüher vorbereitet und ich bin gespannt, ob man hier auch einen Unterschied erkennen kann dann zwischen den einzelnen Testflächen. Ich bin echt gespannt und hier geht es jetzt direkt los und ich mache mal einen ganz, ganz feinen Wassernebel. Und diese kleinen Perlen springen richtig auf der Motorhaube. Also das ist auf jeden Fall auch was ich bisher nur bei diesen Wachsen hier beobachten konnte. Und ich sprühe jetzt hier mal noch ein bisschen weit und lasse es einfach mal hier etwas regnen. Also die Perlen bilden sich unheimlich schnell. Und lasst es jetzt einfach mal so ein bisschen hier auf euch wirken. Ich möchte auch nicht so viel dazu erzählen. Einfach mal die Bilder hier sprechen lassen. Ich gehe jetzt auch nochmal hier auf den Bereich, der nicht ja, mit dem Wachs versiegelt ist. Ihr seht es hier im oberen Bereich, wo ich jetzt gerade drauf sprühe, kein gutes Abperlverhalten. Und hier unten in dem Bereich, wo dann das Wachs drauf ist, ganz, ganz feine Perlen, die sich dann bilden und sofort ja, fast schon magisch hier von der Motorhaube runterlaufen. Bilden auch sehr schnell Perlen aus und das läuft dann sofort hier runter. Auf jeden Fall ein schönes Bild. Man kann natürlich jetzt hier noch keinen Vergleich ziehen, wir müssen uns erstmal die anderen Flächen noch anschauen. Gehe ich jetzt mal weiter hier hoch zum Chemical Guys E-Sign. Und jetzt geht es los hier oben mit dem Chemical Guys E-Sign. Wieder ein ganz, ganz feiner Nebel und jetzt seht ihr schon, wie sich hier diese Tropfen ausbilden und die prallen hier auf und springen richtig vom Lack runter. Ich gehe dann auch nochmal hier mit euch in die Nahaufnahme. Aber hier ganz feine Tropfen bilden sich aus, die sind kugelrund und ich blende euch auch nochmal hier dann so kleine Details ein, da habt ihr nochmal hier so einen richtigen Makroblick auf diese Fläche. Ich sprühe mal noch ein bisschen weiter. Aber was auf jeden Fall auffällt hier, dass diese Perlen richtig ja auf dem Lack aufspringen und dann anfangen nach unten zu laufen, also das habe ich bis jetzt bei keinem anderen ja, Wachs oder einer anderen Versiegelung bisher so beobachten können. Und dann gehen wir mal hier weiter zum Migloire Primo.
versuche ich einen ganz feinen Nebel zu erzeugen. Ihr seht ganz deutlich hier über dem BMW-Logo, unpoliert, sehr eckige Tropfen, aber hier auf der Seite, ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen, kleinste Tropfen bilden sich aus. Und wenn dann das Gewicht hier dieser Wassertropfen erreicht ist, dann läuft es schon nach unten. Bis jetzt muss ich sagen, dass die drei Ablaufverhalten oder Perlenbildungsverhalten bei den bis jetzt gezeigten sehr identisch waren. Ich konnte jetzt hier keine großen gravierenden Unterschiede feststellen. Und ich gehe jetzt auch nochmal hier hoch zum Swissöl bzw. Swisswax Concorso. Schauen wir uns mal hier das Concorso an. Auch hier kleinste Tropfen bilden sich aus. Und laufen dann auch ganz schnell hier vom Lack runter. Ich gehe auch nochmal hier in den Bereich, wo kein Wachs drauf ist, damit ihr mal so ein bisschen noch einen stärkeren Unterschied seht. Hier der unversiegelte Bereich, nur geknetet. Dann gehe ich jetzt hier mal auf den gewachsenen Bereich und da sieht man ganz schnell, wie sich hier diese kleinen Perlen dann oder beziehungsweise das Wasser sofort zusammenzieht und vom Lack runterläuft. Und hier nochmal, ja, denke ich mal, ein schöner Unterschied zu sehen hier. Ich gehe jetzt mit euch nochmal hier in die Nahaufnahme und wir schauen uns von Caramba das Canauba Edelwachs nochmal etwas genauer an. Ich brühe jetzt mal einen ganz leichten Nebel hier auf diese Fläche auf. Und das sind wirklich Mikrotropfen, die hier entstehen. Ich mache es wirklich mal extra richtig langsam. Das ist fast schon nebelartig hier. Fast schon ein bisschen Kunst hier an der Stelle. Tropfen werden immer größer. Und jetzt beginnen auch hier in der Fläche schon die ersten nach unten zu laufen. Und das für natürliches Wachs. Ohne Chemie, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, bitte vergesst das nicht, das ist hier reinste Natur. Und dann schauen wir uns jetzt auf der Fläche das Chemical Guys E-Syme an. Auch hier feinste Inhaltsstoffe drin, brasilianisches Canauba-Wachs, tropische Öle und 100% natürlich. Und ich gehe jetzt auch hier mal mit dem Nebelsprüher ganz, ganz vorsichtig über diese Fläche drüber. Und auch hier bilden sich kleinste Tröpfchen. Das ist echt für so ein 100% natürliches Wachs top. Also hier sind keine Wachsanteile drin und der Rest ist hier Polymer, wie bei vielen oder eigentlich fast allen Wachsen, die es sonst so jetzt gibt und die auch natürlich viel günstiger sind. Und das ist aber hier 100% Natur und hier hat sich der Mensch schon früher bei der Natur bedient und hier nutzt jetzt solche Eigenschaften von so einem Wachs. Das ist schon beeindruckend. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen noch näher ran. Ihr seht ganz runde kleine Tröpfchen für so einen natürlichen Stoff hier oder so ein natürliches Gemisch. Ist das schon beeindruckend. Und hier sieht man es auch, wie diese kleinen Tröpfchen springen. Ich hoffe, ihr könnt das in der Kamera erkennen. Die prallen richtig dann aufeinander und werden voneinander abgestoßen und springen nach oben. Also das ist schon so eine richtig kleine Faszination. Das ist schon richtig hypnotisch an der Stelle. Okay, und dann gehen wir mal hier zum dritten Kandidaten. Und jetzt kommen wir hier zum dritten Kandidaten von Miglore oder Migloire, je nachdem, wie man das dann am Ende ausspricht, das Primo. Das heißt übersetzt das Beste. Und jetzt schauen wir uns mal an hier, wie das ja, vom Abhärverhalten sich verhält, wenn ich diesen ganz, ganz feinen Nebel dann ja auftrage oder auftreffen lasse. Und dann geht es auch schon los. Einen ganz feinen Nebel lasse ich jetzt hier auftreffen.
Dann bilden sich ganz, ganz kleine Tröpfchen aus. Und laufen dann hier auch vom Lack runter und die sind unheimlich klein. Ich blende euch auch dann vielleicht nochmal das ein oder andere Foto ein. Und wie gesagt, das für ein natürliches Wachs mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen. Ich muss es immer wieder sagen, weil es wird durchaus Leute geben, die sagen, ja, es gibt viel bessere Wachse, viel günstiger, aber das ist hier 100% Natur. Und dafür ist das schon auf jeden Fall richtig beeindruckend. Und jetzt kommen wir hier zur vierten Fläche, Swiss Öl bzw. Swiss Wax Concorso. Und los geht es, ich versuche wieder einen möglichst feinen Nebel hier hinzubekommen. Auch hier kleinste Tröpfchen, die sich hier bilden. Ja, und hier der Wachsanteil bzw. der Canauba-Wachsanteil über 50%. Es gibt da wirklich von den Herstellern seltenst genaue Angaben. Die wollen natürlich auch ihre geheimen Rezepturen und ihre Öle und feinsten Stoffe, die da verarbeiten, nicht preisgeben. Also wenn ich jetzt sage, der Canauba-Wachsanteil liegt hier über 50%, dann fragt ihr euch, was ist denn der Rest? Also es sind hier noch Öle und verschiedenste Stoffe drin, die dann am Ende hier dieses Abperlverhalten hervorrufen. Weil Canauba-Wachs lässt sich ja nicht hier 100% überhaupt nicht verarbeiten. Deswegen müssen da noch so Öl und andere Ingredienzien mit in diese Mischung mit eingebracht werden, um das überhaupt verarbeitbar zu machen. Und was die Natur hier so zeigt und leistet, das ist schon richtig krass und auch mal beeindruckend, sowas zu sehen. In der heutigen Zeit, wo wir nur mit Chemie leben, überall Polymere und dort Nano und alles Mögliche, aber das hier, das ist Mutter Erde sozusagen. Das ist schon richtig beeindruckend. So, und jetzt gehen wir auch noch mal mit ein bisschen mehr Wasser hier über diese Fläche drüber. So, dann schnappe ich mir jetzt mal hier noch den etwas größeren Wasserschlauch und wir werden mal noch ein bisschen mehr hier auf diese Motorhaube es regnen lassen und schauen mal, ob hier das Abperlverhalten dann auch noch mal irgendwelche deutlichen Unterschiede zeigt. Deutlich hier der Bereich zu sehen, der ohne Wachs ist und hier vorne auf der unteren Seite dann die gewachste Fläche. Und dann gehen wir mal hier unten noch zum Primo. Und mit dem etwas größeren Wasserstrahl gefällt mir hier beim Primo das Abperlverhalten noch etwas besser. Ich gehe noch mal rüber zum Caramba, Canauba, Edelwachs. Hier laufen die Wasserperlen nicht so schnell runter wie beim Primo. Schreibt auch mal eure Meinung da in die Kommentare rein. Das ist ja wirklich so echt schwierig, das einzuschätzen. Man sieht auf jeden Fall deutlich hier die Stellen, die nicht mit Wachs behandelt wurden. Ich gehe auch nochmal hier hoch zum Swissöl, Concorso. Ich gehe jetzt nochmal hier über alle vier Flächen drüber und dann könnt ihr das Ganze in Ruhe euch auch nochmal anschauen. Und das sind ja wirklich jetzt 100% natürliche Wachse. Hier ist keine Chemie drin und das müsst ihr wirklich an der Stelle bedenken. Für den einen oder anderen, der jetzt sagt, ja, ich kenne günstige Wachse oder Versiegelungen, die können das viel, viel besser. Das kann auf jeden Fall der Fall sein, aber bedenkt, das sind 100% natürliche Stoffe hier, die aus der Natur gewonnen wurden. Und das muss man hier bei so einem Test auf jeden Fall mit in den Betracht ziehen. So, und ich gehe jetzt auch nochmal hier ganz vorsichtig mit dem reinen Wasserschlauch drüber und lasse hier mal das so ganz langsam über die Motorhaube gleiten. Und wir schauen uns mal an, ob man hier dann einen deutlichen Unterschied sehen kann, ob hier diese Flächen doch ein bisschen glatter sind unter den Konkurrenten.
Und hier zieht sich das Wasser doch hier bei der Wassermenge doch etwas schneller zusammen. Im Gegensatz hier zum Primo. Also die Fläche hier bei diesem Test, beim Concorso, wesentlich glatter. Schauen wir uns jetzt hier das Caramba Canauba Edelwachs an. Ihr seht hier im unteren Bereich, da reißt der Wasserfilm schon richtig auf. Gehe ich mal hier weiter. Man sieht hier ganz deutlich dann, wo die ungewachste Fläche aufhört und die gewachste Fläche beginnt. Ich gehe jetzt mal langsam drüber und schaue, ob hier diese kleinen Tropfen zurückbleiben. Also ganz feine Tropfen bleiben hier zurück. Ähnliches Bild hier zum Swiss Öl Concorso. Und jetzt gehe ich mal hier hoch zum Chemical Guys. Gehe erstmal hier ganz grob über die Fläche drüber. Und auch hier geht es direkt los. Und hier auch bleiben keine Tröpfchen zurück. Also bei diesem Test kann man doch, wenn man hier richtig nah rangeht, ich hoffe, ihr könnt jetzt ungefähr auf der Kamera erkennen, es ist extrem schwer, das hier für euch dann nochmal deutlich zu machen. Ich werde vielleicht auch nochmal die Kameraposition etwas ändern. Aber hier bei diesem Test, das Chemical Guys E-Zyme und das Swiss Edel Concorso für mich auf dem ersten Platz, danach gefolgt vom Caramba und dann für mich auf dem dritten Platz hier das Miglor Primo. Zu so einem richtigen Luxus-Wachstest gehört auch leider das Entfernen der Wachse und deswegen habe ich hier schon einen Eimer mit Chemical Guys Clean Slate vorbereitet, wird von euch viel genutzt und ihr stellt euch sicherlich die Frage, kann hier das Clean Slate solche Luxus-Wachse sofort wieder von der Motorhaube runterlösen? Und ich bin selbst gespannt und das probieren wir jetzt direkt aus. Ich versuche die Motorhaube hier möglichst gleichmäßig zu waschen und wir schauen uns danach auch nochmal das Abperlverhalten an, beziehungsweise dann mit dem Wasserschlauch gehe ich hier über die Fläche drüber und wir schauen, ob sich das hier wirklich gravierend verschlechtert und ob die Wachse hier dem Clean Slate der ja, neuesten Chemie an der Stelle weichen müssen, diese 100% natürlichen Wachse. Ich bin gespannt. Jetzt gehe ich hier mit dem Clean Slate und dem Petzolds Waschhandschuh über die eine Hälfte der Haube rüber und jetzt stellen sich euch schon hier die Nackenhaare auf. Aber das gehört zu so einem Test dazu. Und ich bin echt gespannt, wie sich diese Luxuswachse jetzt hier schlagen. Eine Bahn zur Seite, eine zurück. Ich drehe auch nochmal den Handschuh. Die Motorhaube ist ja sauber. Dann machen wir das komplett gleich, dann auch nochmal auf der anderen Seite. So, die Haube jetzt getrocknet und ich sprühe jetzt hier mit dem Wasserschlauch über diese Fläche drüber und wir schauen uns mal an, ob man hier noch einen Unterschied jetzt erkennen kann. Ich lasse es wirklich ganz fein jetzt hier regnen an der Stelle. So ein ganz leichter Sommerregen. Man könnte euch jetzt auch schön ein Bild machen, ob das Clean Slate jetzt hier die Natur besiegt hat. Fangen wir mal hier unten an mit dem Primo. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, bei dem Test wird es meistens am deutlichsten, wie schnell zieht sich am Ende hier dieser Wasserteppich zurück und los. Ja, und da hat auf jeden Fall das Primo hier doch federn lassen müssen. Es zieht sich definitiv viel langsamer zusammen. Schauen wir uns das hier oben mal beim Concorso an. Und ich gehe jetzt gleich mit dem Wasserfilm oder beziehungsweise hier mit dem Wasserschlauch runter. Und auch hier doch ein bisschen langsam. Also diese natürlichen Wachse, die haben hier echt zu kämpfen gegen diese Chemie. Ist zwar trotzdem dann hier schön zusammengezogen, sehr langsam. Die kleinen Tropfen bleiben noch hier zurück. Die Fläche hier ist richtig trocken. Gehen wir mal weiter zum Caramba Canauba Edelwachs. Also hier ganz deutlich zu sehen, das hat gut standgehalten gegen das Clean Slate. Auf jeden Fall definitiv besser hier als die beiden Konkurrenten davor. Ich kann ja auch keinen schönen großen Wasserteppich erzeugen, weil das Wasser immer sofort sich zusammenzieht und wieder nach unten läuft. Also das Caramba, das schlägt sich auf jeden Fall besser.
Schauen wir uns nochmal hier das Chemical Guys E-Zyme an. Das E-Zyme hatte auch hier zu kämpfen gegen das Clean Slate. Die Chemie besiegt in diesem Fall auch die Natur. Und damit kommen wir hier zu meinem Fazit. Es ist echt schwer, diese Luxuswachse 100% Natur zu vergleichen mit der Chemie, die sich heute auf dem Markt befindet. Diese bekannten Hersteller, Meguiar's, Soft 99, Chemical Guys mit ihren Wachsen, mit Polymeren. Das muss man ein bisschen getrennt voneinander betrachten. Und diese Luxuswachse hier mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen, die haben schon durchaus ein richtig schönes Abhellverhalten gezeigt. Und was war denn da so euer Favorit hier bei diesem Vergleich? Das würde mich auch mal interessieren. Und vielleicht habt ihr auch schon hier so einen Wachs schon mal in den Händen gehalten. Schreibt da auch mal eure Erfahrungen unten rein. Und euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich zum Thema Glanz hier noch gar nichts gezeigt oder gesagt habe groß. Und das brauche ich auch an der Stelle nicht, außer dass hier kein Unterschied zwischen diesen vier Wachsen bzw. diesen vier Testflächen zu sehen ist. Egal wie ich die Kamera stelle, egal von welcher Seite das Licht scheint, es ist kein Unterschied sichtbar zwischen diesen Luxuswachsen. Deswegen habe ich diesen Blog einfach jetzt hier im Fazit für euch zusammengefasst. Und jetzt schreibt mal unten in die Kommentare rein, wie steht denn ihr hier zu diesem Thema Luxuswachse? Seid ihr da schon in Berührung damit gekommen? Das war für mich auch so eine richtig neue Welt. Man kennt diese typischen Marken und Produkte und die Hypes und so weiter. Aber das hier ist wirklich eine Welt, das muss man wirklich mal in den Händen gehalten haben und damit gearbeitet haben. Und vielleicht habt ihr die Möglichkeit, in Zukunft bei einem Community-Treffen von mir auch mal so einen Wachs hier in den Händen halten zu dürfen. Die Chancen sind auf jeden Fall groß. Und damit danke ich euch wie immer fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn ihr noch Fragen habt hier zu den Sachen, dann unten in die Kommentare rein oder schreibt einfach eine E-Mail. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst einen Daumen da und ciao.